Supramax, ein Patent der Chemischen Werke Sachsen, präsentiert FSV TV. Ja, wir hatten wieder einen guten Plan. Wir wollten tiefer stehen, dann immer wieder Akzente durch Ballgewinne nach vorne setzen, haben die gefährlichste Torchance in der ersten Halbzeit mit dem Vogter, gehen dann auch in Führung durch Johann Gummes. Dass Viktoria Köln mehr Spielanteile hat, das war uns vorher schon bewusst. Wir verteidigen das als Mannschaft sehr, sehr gut. Umso bitter ist es dann halt mit der letzten Aktion, dann das Gegentor zu bekommen. Natürlich bitter, dass wir dann uns nicht selber belohnen. Aber wir stehen das zusammen durch. Jeder macht mal einen Fehler, das passiert. Ja, also ich muss sagen, da fühlen wir, glaube ich, alle mit Pommes mit. Das ist einfach so eine, ich sag mal, eine Leere erstmal, Sprachlosigkeit. Muss man auch erstmal verdauen. Aber wie ich schon gesagt habe, wir stehen das da zusammen mit Pommes durch und wir sind ein Team. Wir gehen da alle denselben Weg, haben alle dasselbe Ziel vor Augen. Und ja, heute tut es nochmal weh, aber morgen ist dann ein neuer Tag. Ja, es war ja klar, dass die ganzen Türme von Viktoria Köln dann mit nach vorne kommen. Das ist dann auch nicht einfach. Dann glaube ich, war es ein Freistoß nochmal, der tief in den 16er reinkommt und dann können wir das nicht klären. Im Gegenteil, kriegen halt wie gesagt das Gegentor, aber das darf uns jetzt nicht umhauen. Klar sind wir jetzt enttäuscht, aber wir müssen das halt umwandeln. Wie gesagt, Dienstag ist ein ganz, ganz wichtiges Spiel wieder und da müssen wir halt dann wieder genauso eine Mannschaftsleistung zeigen wie heute und uns dafür dann aber auch belohnen. Wir stehen ein Stück weit tiefer insgesamt als Mannschaft, verteidigen da echt sehr eng, kommunizieren viel auf dem Platz. Es fühlt sich auf dem Platz auch so an, wie du es beschrieben hast. Nur wir müssen es halt die nächsten Spiele weiter so machen, egal wer dann auch da hinten drin spielt, jeder weiß seine Aufgaben. Ja, die Jungs, die da normalerweise mit mir spielen, also ja, Respekt vor der Laufleistung, die ihm abrufen. Ich muss sagen, nach 70 war bei mir einfach die Energie weg. Also wie gesagt, erstmal da großen Respekt. Für mich persönlich war das natürlich eine Umstellung, aber ich habe es vorher schon ein paar Mal gespielt. Hat sich gut angefühlt, muss ich sagen. Ich denke, das haben wir. Ja, im Großen und Ganzen haben wir das echt gut gemacht. Alle 11, die auf dem Platz standen oder die dann reinkamen, haben bis zum bitteren Schluss verteidigt. Wir sind schon jetzt enttäuscht, weil es ist zwar ein Unentschieden, aber wenn man so das Spiel noch weggibt, dann ist die Enttäuschung groß. Ja, ich sag mal erstmal so, dass das Gute ist an der englischen Woche, dass wir jetzt nicht lange rumhadern müssen oder dürfen. Müssen uns regenerieren. Das Spiel vielleicht nochmal analysieren, das Gute rausziehen und dann geht es am Dienstag dann rund. Aber nichtsdestotrotz freuen wir uns jetzt auf Dienstag und werden die Enttäuschung in Energie umwandeln und unsere bestmögliche Leistung dann am Dienstag abrufen. Supramax, ein Patent der Chemischen Werke Sachsen, präsentiert FSV TV.